Seid gegrüßt, wir reagieren heute auf die 19. Folge von Nachschlag, der Talkshow, wo Paul Brandenburg, Kevan Sofisiyabasch und Dieter Dehm immer miteinander diskutieren. Heute geht es um die Machtergreifung, das Corona-Verschweigen und den Potsdamer Watergate-Skandal. Nun ja, ich will gar nicht lange drum rumreden. Ich habe mir die Talkshow, wie üblich, wenn ich darauf reagiere, vorher nicht angesehen. Deswegen bin ich genauso gespannt wie ihr, was die drei uns hier heute mitzuteilen haben. Willkommen bei Nachschlag, der wöchentlichen Vorführung der Tatsache, dass keiner von uns dreien hier plötzlich und unerwartet Selbstmord begehen würde. Und das sind, neben mir, wie immer, die ich sehr herzlich begrüße, Dieter Dehm und Kevan Sofisiyabasch. Seid gegrüßt, ihr beiden. Guten Tag. Wir haben wieder drei Schlagzeilen für euch, die heute lauten. Erstens, wir erleben den Vorabend der Machtergreifung. Zweitens, Corona, Verschweigen killt weiter. Und drittens, mutiert das Geheimtreffen zum Watergate-Skandal? Wie immer könnt ihr abstimmen auf nachschlag.express. Und das habt ihr auch letzte Woche getan mit einem mehr als eindeutigen Ergebnis. Mit 90%, über 400 Stimmen, hat die Regierung, gibt die Opposition zum Abschuss frei gewonnen. Kevan, herzlichen Glückwunsch. Dieter und ich teilen uns praktisch identischen Punktzahlen den zweiten und den dritten Platz. Wenn ihr schon zum Abstimmen auf der Seite seid, vergesst nicht, Medien vertreten die Interessen derer, die sie bezahlen. Seid so gut, lasst ein paar Center für die Fortführung dieser Sendung. Und dazu besteht mehr als aller Grund, wie ich leider gleich ausführen werde. Ja, wie gesagt, wir erleben den Vorabend der Machtergreifung. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Denn was wir gerade erleben, ist mehr oder weniger so. Ja, muss man immer so eine harte Wortwahl haben? Also ganz ehrlich, Machtergreifung, das ist bei allen Deutschen jetzt immer mit dem, was 1933 ist, assoziiert. Also die Einrichtung einer Diktatur. Und bin ich kein Fan von, da immer gleich den größten geschichtlichen Hammer auszupacken. Obwohl Machtergreifung das Wort an sich ja erstmal nur neutral beschreibt, dass eine Gruppe die Macht ergreift. So schon einmal gewesen, wenn ich in die Doktorarbeit meines Großvaters schaue. Um jetzt nicht missverstanden zu werden, das Wort an sich, das finde ich jetzt nicht so schlimm, ist, aber es ist halt bei allen Deutschen, die das hören, sofort mit bestimmten historischen Ereignissen assoziiert. Aber der als Jurist über das Weimarer Polizeirecht promovierte, ist die erste Seite ein Hinweis, ein Vorwort, der nachträglich eingefügt wurde. Das lautete, das Folgende ist am Vorabend der nationalen Revolution entstanden und kann deswegen den jüngsten Ereignissen nicht Rechnung tragen. Das Ganze natürlich in einem Stil, der erkennen lässt, dass diese jüngsten Ereignisse durchaus im Interesse des Verfassers waren. Das musste mein Großvater tatsächlich seiner Arbeit vorstellen. Ansonsten wäre sie nicht angenommen worden von der juristischen Fakultät, an der er das Ganze gemacht hat. Er war Sozialdemokrat, glühender Nazi-Hasser und trotz allem mit seiner Arbeit über das liberale Weimarer Polizeirecht in der... Danke, Seppi, dass du MTHSAB ein Abo geschenkt hast. Er lobte, wie die Demokratie vorbildlich damit umging, verschiedene Meinungen gegeneinander abzuwägen, ging er dann in die Luftwaffe, wurde da auch abgeschossen und hielt dafür wiederum von den Nazis einen Orden, die er so sehr hasste. Welch Ironie. Dass der Orden sich übrigens noch in meinem Besitz befand, unter einem Berg von anderen Dingen meines Großvaters, diente dem Staatsschutz der Berliner Polizei bei seinem letzten Besuch als Beweis meiner Gesinnung, dass man eben unter anderem diese eine Urkunde meines Großvaters hat. Es wurde mir triumphierend entgegengehalten. Ihr dürft bloß keine historischen Dokumente mehr aufbewahren, sonst kommt der Verfassungsschutz bei euch vorbei. Also das ist ja wirklich irre. Und mir erklärt, damit kläre sich nun alles. Ihr wisst es, ihr Lieben, die Plattitüde lautet, Geschichte wiederholt sich nicht, Geschichte reimt sich. Und genau das macht sie gerade. Alle Requisiten des alten Faschismus liegen wieder auf der Bühne. Und auch die Schauspieler sind schon wieder im Kostüm. Du erkennst sie an ihrer Grobschlächtigkeit, der Grobschlächtigkeit ihres Geistes, wie auch der Ästhetik ihres Auftritts und der Tatsache, dass diese fettleibigen Faschisten mit Armbinde am liebsten offensichtlich vor die Kameras treten. Sie fordern jetzt schon wieder Atombomben für Europa, Atombomben im quasi gleichen Atemzug, nachdem sie erst die Atomkraftwerke abschalten wollten. Und der Kriegshetzer Roderich Kiesewetter erklärt uns allen Ernstes, dass es Zeit ist, den Krieg nach Russland zu tragen. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs rief der Kaiser damals, mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Hitler behauptete dann, es wird zurückgeschossen seit 5.45 Uhr. Das war nötig, weil der Pole uns angeblich angegriffen hat. Und alles, was wir uns heute noch fragen müssen, ist, was die neuen Faschisten... Ich würde Kaiser Wilhelm jetzt nicht als Faschisten bezeichnen. War Kriegstreiber okay, also auf einer Stufe mit Kiesewetter würde ich ihn auf jeden Fall stellen. Aber es ist, wenn man sich die Kriegserklärung damals von Kaiser Wilhelm anschaut, vielleicht sollten wir da auch mal drauf reagieren.
Also, was er da seinem Volk erzählt hat. Er hat nämlich ziemlich rational begründet, dass Deutschland jetzt in den Krieg ziehen müsse, um eben den Status von Österreich-Ungarn als Großmacht zu bewahren. Dass es eben darum gehe, Bündnisverpflichtungen zu erfüllen. Er hat da nicht groß von Demokratie, von unserer Art zu leben gefaselt, sondern ja, er hat davon gesprochen, dass es in Deutschlands nationalem Interesse sei, jetzt Krieg zu führen. Also dieses große Werteprimborium, was uns heute immer aufgeführt wird, wenn wir ja jeden noch so, also wenn wir da in Afghanistan irgend so ein korruptes Marionettenregime an der Macht halten müssen, was kurz, also sogar schon vor unserem Abzug zusammengebrochen ist, dann wird uns das verkauft und Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Wir verteidigen da unsere Werte gegen den bösen Islamismus. Jetzt verteidigen wir unsere Werte gegen den bösen Putin, einen Widergänger Hitlers und was da unsere Propaganda nicht noch alles für dumme Sachen erzählt. Aber damals war dieser Werteimperialismus noch nicht so angekommen in Deutschland. Also das war damals tatsächlich eher die Sache der Amerikaner, dass man da mit der Verteidigung von Demokratie und Freiheit argumentiert hat, wenn man gerade wieder irgendwo Krieg geführt hat. Also das ist sehr interessant, wie sich die Begründung von Kriegen, wie sich die geändert haben. Brüllen werden, wenn sie diesen Krieg vom Zaum gebrochen haben. Denn dass sie das wollen und alle Waffen dafür in Stellung gebracht haben, das sieht jeder, der noch Augen hat, im Kopf zu sehen. Neben den Armbinden und den anderen Insignien dieses Faschismus ist jetzt auch das Heimtückegesetz zurück. Das war jenes Stück Gesetzgebung, mit der die Nazis verboten haben, den Staat zu verhöhnen, verächtlich zu machen oder sich irgendwie seiner Symbole zu bedienen in irgendeiner irritierenden Art und Weise. Heimtückegesetz heißt bei Nancy Faeser Demokratiefördergesetz. Das ist die Handschrift des Neofaschismus. Das ist die Orwellsche Umkehr oder die satanische Umkehr der Begriffe vollzieht. Und das Demokratiefördergesetz ist nichts anderes als das endgültige Demokratieschaffungsgesetz. Denn Nancy Faeser hat uns ganz klar erklärt, Ich weiß nicht, ob man da immer gleich mit der Nazi-Keule kommen muss. Sowas gab es in der DDR, sowas gab es im Kaiserreich, dass man eben den Staat nicht verhöhnen durfte. Also, weiß ich, also sind jetzt, ist jetzt in Meinungsfreiheit nicht unbedingt ein Vorbild, weder das Kaiserreich noch die DDR, aber man muss nicht immer mit dieser ganz großen historischen Keule kommen. Also es ist meine Meinung. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, wie ihr das seht. gegen wen es geht. Selbstverständlich und wie immer gegen Rechtsradikale, gegen die neue Rechte auch, die so etwas wie ein Bindestück sein soll zwischen der, ich nehme an, alten Rechten, dem, was wir in Uniform kennen, was vielleicht Nazis waren, und dem, ja, was sie heute als rechtsradikal betrachtet. Und was sie als rechtsradikal betrachtet, hat sie uns nicht direkt gesagt, aber eine ihrer Transjournalistinnen, dieser Journalistendarsteller, die von den Zwangsgebühren bezahlt beim Propagandasender des Staates arbeiten. Eine ZDF-Frau hat doch erklärt, und sie behauptet, es sei satirisch gewesen, aber hat getwittert: Nazi ist alles, was nicht die Grünen wählt. Die Reaktionen ihrer Follower lassen darauf schließen, dass das alles andere als sarkastisch bei ihrer Bubble ankommt. Und wir dürfen davon ausgehen, es ist tatsächlich die Einstellung dieser Leute. Oder wie Dieter Demes so schön sagte, rechts von der AfD, da kommen nur noch die Grünen. Wie weit wir damit sind, hat diese Woche eben besagter Dieter Dem auch abbekommen, als er von Twitter ex verbannt wurde. Denn offensichtlich ist er auch einer dieser Rechten, deren Meinungsfreiheit eingeschränkt werden muss oder der in irgendeiner Weise den Staat verhöhnte. Ich weiß nicht, was es war, ob du den Staat verhöhnt hast, Dieter. Du hast ein Gedicht geschrieben und wurdest dafür von ex verbannt. Vielleicht bist du so gut, das Gedicht dir einmal kurz vorzutragen, damit sich jeder selber eine Meinung bilden kann. Ja, ob das jetzt bewusste Menschen waren oder Algorithmen und Bots, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich tippe jetzt erstmal drauf, dass da das Wort Hitler drin ist, aber in einem ganz anderen Zusammenhang, weil ich dieses Plakat gesehen habe, was sie da wohl in Aachen getragen haben: AfDler töten, was da drauf steht. Und das hat mich so aufgebracht, dass ich folgendes Gedicht geschrieben habe. Das war ein, Entschuldigung, das war ein Plakat, was bei einer staatsgeförderten und staatsgewollten Demonstration für die Demokratie gezeigt wurde. Ja. Und ich lese es jetzt mal ein bisschen mit der Stimme, die ein bisschen imitiert ist. Ich hoffe, das wirkt jetzt nicht zu kurios. Die Widerstandskämpferin. Ich bin die Sophie Scholl 2.0. Ich hab vom Mob die Schnauze voll. Ich kleb mich fest vor Hitler 2. So bremse ich die Barbarei. An meiner Meinung, meinem Wesen, das soll die ganze Welt genesen. Der Stauffenberg war blöd und feige erlaubt, dass ich es euch mal zeige. Wer macht mit? AfDler töten, die Nazi kröten, Fetzer treten. Wenn wir, und darauf sind wir stolz, von Böhmermann bis Merz und Scholz, wozu Gerichte Beifall spenden, unwertes Leben rechts beenden. Seit wir
gegen Moskau zogen, erstrahlt das Heer im Regenbogen. Wen macht er denn gerade nach? Also ich habe das jetzt tatsächlich nicht erkannt, wessen Stimme er da gerade nachgemacht hat, aber er macht sich da ja offensichtlich über diese ganzen Nazi-Vergleiche, die bei diesem und diese wirklich weitestgehende Hetze gegen einzelne AfD-Politiker oder gegen AfDler und AfD-Wähler insgesamt lustig. Also wer die AfD mit Nazis vergleicht, der vergleicht sich ja selbst mit denjenigen, die sich den Nazis damals entgegengestellt haben. Also das ist ja schon ja sehr besorgniserregend, was für eine Enthemmung des Diskurses wir da erlebt haben. Und da macht Dieter Dehm sich jetzt drüber lustig. Das ist ein Gedicht, was soll provozieren, aber das ist eindeutig Kunst. Also da kann man jetzt, glaube ich, nicht groß was gegen sagen. Die Botschaft, die ist ja relativ eindeutig. Er bringt hier selbst keine leichtfertigen Nazi-Vergleiche, sondern er macht sich über diejenigen, die diese Vergleiche bringen, mit diesem Gedicht lustig. Dafür wurde dann gestern Abend, Z gesperrt. Ich soll das streichen oder ich bliebe gesperrt. Mal sehen, was heute im Laufe des Tages... War das eine Audioversion oder hast du es nur in Schriftform veröffentlicht? Ich habe es nur in Schriftform gemacht. Na gut, dann bei der Audioversion hätte ich vielleicht noch ein bisschen Verständnis, aber Schatz beiseite. Das, was Nancy Faeser ankündigte und Bärbel Baas, Paus, in Verteidigung, Lisa Paus sinngemäß sekundierte, dass nämlich Meinungsfreiheit dort ihre Grenzen hat, wo nicht strafbare, hassartige Inhalte verbreitet werden oder eben besagte Verhöhnung des Staates und seiner Demos. Subsumieren wir das, was du hier gerade gemacht hast, Dieter, mal ganz weit unter Verhöhnung der Demos, die da stattfinden. Dann ist das offensichtlich mittlerweile selbst für das ach so liberale Ex schon ein Grund, in vorauseilendem Gehorsam zu sperren. Und das kann nur der Anfang gewesen sein von dem, was Nancy Faeser davor hat. Denn Kevan, wir sehen oder hören sehr deutlich raus, dass Frau Faeser jetzt auch die Leute im Visier hat, die an Menschen wie dich oder an Menschen wie mich Geld spenden wollen. Dass sie uns die Konten kündigen, kennen wir schon lange. Es gibt Kollegen, die haben da 13, 14 Zyklen hinter sich und mussten die Banken wechseln. Aber es war eine recht unverhohlene... Deswegen sind alle ja bei der Volksbank Pirna. Dank Markus Lanz ist die ja jetzt landesweit bekannt. Drohung jetzt von Faeser, dass in Zukunft die Leute tatsächlich staatsanwaltschaftliche Untersuchung kriegen oder Kontoabschaltung, die an uns spenden. Das heißt, es werden die, wie sie sagt, Netzwerke erst einmal dargestellt. Ich hoffe, dass mein Dauerauftrag an die Nachdenkseiten jetzt nicht irgendwie zu Problemen führt. Oder mein Dauerauftrag weh. Also das ist wirklich schon dystopisch, was da passiert. Stellt mit geheimdienstlichen Mitteln, damit danach der Staatsanwalt zu den Spendern kommen kann. Das ist der Griff an die Gurgel. Auf jeden Fall. Ich meine, wer jetzt noch nicht verstanden hat, was hier geht, der will das offensichtlich nicht verstehen und glaubt, dann ist es ja immer so, wenn es zu schrecklich wird und die Ohnmacht sich aufbaut, dann ist es das Beste, dass man den Kopf in den Sand steckt und dann geht das schon vorüber. Also da gab es diesen Spruch in Deutschland, halt dich raus, dann kommst du um nichts rein. Das galt weniger für diejenigen, die dann doch in den Lagern geendet sind oder aber auch für Leute, dass man sagt, ja, haben die Alliierten denn um dich herum bombardiert? Du hast ja vielleicht sagen können, ich war die letzten 13 Jahre total unpolitisch. Ich habe mich da nicht drum, haben das die Alliierten bedacht. Worum es hier geht, ist noch eine neue Qualität, dass man nicht nur die ausschalten möchte, die, und da sind wir dabei, die Regierung kritisieren. Das macht ja nicht das Parlament, das so etwas fordert, die Regierung. Die Regierung definiert eben auch, welche Kritik erlaubt ist. Die definiert ja auch über ihre Spezialgesetze, was Demokratie bedeutet. Also Kritik bedeutet dann, wenn man die Regierung kritisiert, ist das keine Demokratie mehr und auch keine freie Meinungsäußerung, dann Hassrede oder den Staat delegitimieren. Aber sie gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Indem sie sagen, okay, da gibt es ja Leute wie du und ich, die sind unerschrocken, die machen das sowieso. Aber es gibt auch Spender, die einfach sagen, ich möchte nicht die Süddeutsche Zeitung kaufen. Und die kaufe ich auch. Das darf ich auch machen. Ich zahle ja auch ZDF und ARD. Aber ich möchte gerne A und B unterstützen, weil ich ganz gerne Tichy oder so lese. Weil die können ja nicht ohne dieses Geld ihr Programm machen. Das gilt ja für alle, die wir hier. Danke, dass Günni hier ein Abo geschenkt wurde. Hier sitzen. Wenn wir kein Geld bekommen von unseren Minimalspendern, können wir unser Programm eben nicht machen, weil die haben ja auch Technik zu bedienen und Manpower und Server zu bedienen und so etwas alles. Und wenn ich dann aber an die Einzelbürger herantrete, dann werden die relativ schnell damit aufhören. Man möge sich da mal umgedreht vorstellen, morgen wäre es strafbar, wenn man sich beim GEZ bezahlen erwischen lassen würde. Dann würde es keine GEZ mehr geben. Viele würden sagen, das ist eine gute Idee, wird aber nicht kommen. Also was wir hier sehen, ist eben, dass man die Bevölkerung einschüchtert, ein Motto, warum gibst du dafür Geld aus? Das heißt, die freie Meinungsäußerung ist nicht nur verboten, sondern dass ich mich sogar auf der anderen Seite informiere, was die denn so sagen. Ja, man könnte jetzt ja sagen, Entschuldigung, ich habe ja auch schon gesehen, die Hysterie bei dem Interview mit Putin, was ich über große Strecken auch sehr zäh fand, aber egal,
dass man sich dadurch verdächtig macht, dass man es überhaupt erwähnt. Also es gab ja in Deutschland, glaube ich, kein Video, wo nicht Ausschnitte, nur kleinste Ausschnitte kommentiert, wie das einzuordnen ist. Man traut dem Bürger offensichtlich nicht mehr zu oder man traut ihm sehr wohl zu, dass er sich ein eigenes Bild macht. Das soll er eben nicht. Das heißt, man kann ihm dann nachweisen, auf welchem Portal waren Sie denn? Da sind die Stasi-Methoden natürlich zurück. Es geht letztendlich um Einschüchterung. Du sollst nur noch Propaganda konsumieren oder gar nichts. Und ich habe das ja neulich schon mal gesagt, es wird der Tag kommen, da müssen wir nachweisen, die entsprechenden Propagandasender im Monat so und so viele Stunden geguckt zu haben. So, ja. Und eine Regierung, die so etwas macht, hat vor etwas unglaubliche Angst, nämlich dass Journalisten oder auch Bürger Fragen stellen. Und wie gesagt, es ist nicht das Parlament, was so etwas diskutiert und das dann, sondern es ist eine Regierung, die nicht kritisiert werden möchte. Und eine Regierung, die nicht kritisiert werden möchte in einer Demokratie, ist eine Regierung, die sich die Diktatur wünscht und die über diesen Weg das eben macht und deswegen mit lustigen Formulierungen diese Gesetze ausbaut, da sind wir im Orwell-Sprech. Du kannst dich also jahrelang irgendwo hinkleben, kein Problem. Wenn du aber eine Demo machst auf einem Fußweg gegen irgendetwas, was der Regierung nicht gefällt, dann ist es ein Fußgängerbelästigungsgesetz, kommt dann sofort. Und wie weit wir sehen, haben wir ja auch gesehen, dass wenige Stunden nach dem Geheimtreffen ein deutsches Theater in der Lage war, eine große Aufführung aufzuführen. Wir sehen, wie weit das schon geht. Den DDR-Bürger wundert das überhaupt nicht mehr. Mich wundert, dass Bürger das, was sie hier sehen und was sie aus diesen ganzen Filmen bei NTV ja erkennen müssten, nicht wiedererkennen wollen. Und die Frage stelle ich mir manchmal, wo ist da der Hemmschuh und was ist das Problem? Und du hast es ja auch gerade schon angekündigt, ich meine, dicker kann man nicht auftragen. Als Scholz und Co. geht man nicht zu den Bauern, aber man ist beim Spatenstich dabei, wenn Rheinmetall eine Munitionsfabrik eröffnet. Da ist man dabei. Ja? Das Geld, was man bei den Bauern spart, das gibt man aus für den Ausbau des Kanzleramtes. Was ist denn das alles? Und das ist eben so ein Schlag ins Gesicht all derer, die von dieser Dreistigkeit so an die Wand gefahren sind, dass sie offensichtlich perplex sind. Und wenn wir diesen Schockmoment, wenn wir den nicht überwinden, dann werden die durchmarschieren. Das glaube ich. Eben, davon bin ich auch zutiefst überzeugt. Die Frage, die sich dann für mich stellt, oder zwei Fragen sind am Ende, wann wird sich's ändern? Was muss noch passieren, damit sich's ändert? Und was kann man eigentlich tun? Und ich glaube, es wird sich tatsächlich erst dann ändern, wenn Dieter endlich zugibt, mit Verlaub, lieber Dieter, dass es da Faschismus ist, der vor unseren Augen aus der Kloake der Geschichte steigt. Dieser neue Faschismus ist sicherlich kein Nationalsozialismus. Er ist weder national, noch ist er irgendwie sozialistisch in seinen Inhalten. Das sind allenfalls die Protagonisten, die da handeln. Die waren das vielleicht einmal in ihrer frühen Kindheit. Aber in beiden Punkten ist das genaue Gegenteil dessen. Und wir Deutschen scheinen immer noch mehrheitlich so blind, meine ich, ihn nicht für Faschismus zu halten, weil wir glauben, wahrscheinlich durch Verblendung und durch Faschismus meint die offen terroristische Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals. Also solange wir hier keine diktatorische Regierung nicht mehr abgewählt werden kann und hier systematisch Oppositionelle abgeholt werden, die also so Listen gibt mit Leuten, die in den nächsten Monaten doch bitte verschwinden sollen und dann sind ein paar Monate später ein paar tausend Leute tot. Solange wir das nicht haben und solange, wie gesagt, solange es Wahlen gibt, solange wir noch halbwegs bürgerlich, also was heißt halbwegs, solange wir noch bürgerliche Freiheiten haben, finde ich dieses vom Faschismus sprechen übertrieben. Natürlich Eindruck, auch berechtigtem Eindruck der Katastrophe, der jüngsten Katastrophe unserer Geschichte, dass aller Faschismus nationalsozialistisch ist in irgendeiner Art und Weise. Und wir werden jetzt auf die harte Tour lernen, dass das nicht der Fall ist. Der Preis. Na, natürlich nicht. Ich meine, es gab ja auch Mussolini oder Franco, das waren ja auch Faschisten. Oder die südamerikanischen Militärdiktaturen. Da kann man auch darüber diskutieren, inwieweit die. Also die trugen schon viele Merkmale, aber die waren halt nicht so bellizistisch wie die europäischen Faschismen. Und ja, ich will jetzt keine historischen Ausführungen hier machen. Aber ich finde, mit solchen Worten sollte man vorsichtig umgehen, da man sie sonst entwertet. Den ein jeder von uns in dieser Blindheit zahlt oder für diese Blindheit zahlen wird, der wird darin bestehen, dass am Ende Haftstrafen für genau das ausgesprochen werden, was wir gerade getan haben. Die Verhöhnung von Nancy Faeser wird irgendwann genauso teuer sein, genauso strafbar sein wie jetzt der Hitlergruß oder andere Dinge. Es wird ein Meinungsstrafrecht geschaffen, was ausufert. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass der Preis dafür, nicht zu handeln, in gleichem Maße steigen wird wie der für Strom und Gas. Und jeder, der das tut, wird irgendwann aufwachen und sich sagen, guten Morgen Deutschland und Heil Faeser. Da gibt es nichts zu rütteln. Und dran tun kann man tatsächlich etwas aus meiner Sicht. Und das ist es, nicht mitzumachen und in Kauf zu nehmen, dass man dafür verfolgt werden wird. Wer jetzt aufhört zu spenden, es muss nicht
nicht an mich sein, es muss auch nicht an Kevan sein, sondern an die genannten Kollegen Tichy oder wen auch immer. Der wird sehr viel mehr verlieren als die paar freien Stimmen. Der wird nämlich das Recht verlieren, solche Kritik vorzubringen. Und wer nicht jetzt aufsteht und Nancy Faeser eben genau verhöhnt und Ricarda Lang und Olaf Scholz und alle anderen nicht gebraucht macht von diesem Freiheitsrecht, und zwar in einem Maße, dass es die Betroffenen stört, der wird dieses Freiheitsrecht verlieren. Das ist völlig klar. Ich bin auch der Meinung, dass das nicht reicht. Ich bin der Meinung, dass wir unsere sogenannten GEZ-Zahlungen nicht mehr leisten dürfen. Das betrifft auch alle anderen Zahlungen an diesen Staat. Ja, macht euch strafbar. Ich sage es ganz direkt. Was anderes bleibt euch nicht. Und was anderes... Ob der Kanal noch lange auf YouTube bleibt. Also, naja, man muss es ja nicht... Ich weiß nicht, was solche Aufrufe sollen. Also, du kannst ja deine GEZ-Gebühren nicht zahlen, wenn du selber das für richtig hältst. Aber... Ich meine, Paul Brandenburg hat ja auch schon zig Anzeigen, die größtenteils ziemlich lächerlich sind. Also ist es ihm, glaube ich, jetzt egal, ob er noch eine wegen Aufruf zu Straftaten noch dazugekommt. Bleibt uns nicht. Es steigt vor unseren Augen der Faschismus auf. Er ist schon da. Und Nancy Faeser versucht mit ihrem Demokratiefördergesetz nichts anderes als die absolute Gleichschaltung der sozialen Medien und die absolute Gleichschaltung der staatsfinanzierten Presse. Es ist der letzte Moment. Und als stärkster Weckruf und als stärkste Warnung, meine ich, kann man den Widerstand der FDP dagegen sehen. Denn die hat ja gesagt, dieses Demokratiefördergesetz braucht kein Mensch. Und die da, wenn die FDP gegen etwas ist und sagt, sie verhindert etwas in der Ampel, dann gehe ich davon aus, dass es mit Sicherheit kommt. Denn das ist das Einzige, wofür die FDP noch gut ist. Also, wo unsere Differenz liegt, habe ich ja schon hinlänglich an anderen Stellen gesagt. Ich halte das noch nicht für Faschismus, weil Faschismus hat etwas untrennbar zu tun mit Genickschussanlagen und Gaskammern. Die kommen. Die Lager kommen. Nein. Doch. Das können wir noch verhindern, ganz erheblich verhindern. Und wie mag sein, dass wir es noch verhindern können, aber wenn es nicht gelingt, kommen die Lager und wir drei sind die Ersten, die einwandern. Wie du, selbst da würde ich glauben, kommen vielleicht noch welche vor uns. Wie du richtig sagst, Geschichte wiederholt sich nicht, aber in einem Punkt wiederholt sie sich. Es war nie der Faschismus national. Er war nie sozialistisch, er war nie Arbeiterpartei. Es war eine Marketinglüge von Goebbels, sich national, dann haben sie die Nation in Schutt und Asche gelegt, sozialistisch, dann haben sie Sozialisten mit Genickschuss erledigt, Arbeiterpartei, dann haben sie die Politik von Krupp, Thyssen, anderen Großkapitalisten gemacht, genannt. Also das ist alles, war immer Marketing. Aber zu deinem Thema, ich sollte mich jetzt, glaube ich, nochmal... Ja, also das, was Dieter Dehm hier gerade gesagt hat, das könnte ich zu 100% unterschreiben. Aber außer nationalistisch, okay, es war ja jetzt nicht das Ziel, dass Deutschland nach dem Krieg in Schutt und Asche liegt, sondern man wollte Deutschland zu groß... hat dann katastrophale Fehlplanung. Hat dann halt zu viele Länder auf einmal angegriffen. Also das war jetzt nicht das Ziel. Also nationalistisch war der Faschismus schon. Aber ja. Deine These da äußern. Natürlich ist es wichtig, aufzurütteln. Und manchmal muss man überziehen, um aufzurütteln. Wir sind in einem von vielen Leuten völlig unterschätzten Demokratiebeseitigungsvorgang. Und die Demokratie ist die Luft zum Atmen, nicht nur für Gewerkschaften, die für höhere Löhne streiken, nicht nur für solche, die den Sozialstaat stärken, sondern vor allen Dingen für Leute, die gegen Krieg sind. Wenn die Demokratie nicht mehr da ist, wird die erstickte Situation und Atmosphäre genutzt werden, um Atombomben tatsächlich nicht nur anzuschaffen, sondern taktisch auch einzusetzen. Das ist meine feste Überzeugung. Deswegen darf man auch überziehen und muss eben immer im Hinterkopf wissen, die Herrschenden sind zu allem fähig. Ich bin schon allein deswegen Verschwörungstheoretiker, weil ich den Herrschenden fast jede Verschwörung zutraue, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir uns zurücklehnen. Dann braucht man für die Verschwörungen in Sachen John F. Kennedy, in Sachen Irakkrieg, mediale Verschwörung, braucht man eine Theorie. Dann ist man kein Spinner, kein Verschwörungsmystiker, sondern ein Theoretiker vorhandener Verschwörungen, wenn die Herrschenden versuchen, an die Portemonnaies und die Steuermittel der sogenannten kleinen Leute zu kommen. Und mit Verschwörungstheorie, Dieter, sind wir bei deiner Schlagzeile. Du sagst Corona, verschweigen. Ja, das war auf jeden Fall das erste Thema. Ja, aber wie gesagt, Faschismus ist halt die offen terroristische Diktatur der ersten Elemente des Finanzkapitals.
Also das haben wir definitiv noch nicht. Also offen terroristisch würde jetzt bedeuten, Regierungskritiker werden zu Tausenden abgeholt und umgebracht. Also so mag südamerikanische Militärdiktatur vorher, halte ich dieses vom Faschismus sprechen wirklich für vollkommen überzogen. Also man muss die Sachen schon beim Namen nennen und ja, was wir hier haben, das ist eine denkliche Einschränkung demokratischer Grundfreiheiten, aber das ist kein Faschismus. Also das ist völlig überzogen. Kommen wir nun zu dem Artikel von Keyvan Sufi-Siyavash, dem Potsdamer Watergate-Skandal. Ich meine, wir hatten uns ja gerade die Beiträge von Paul Brandenburg und Dieter Dehm angeschaut, nämlich ja, der aktuelle Einschränkung der Demokratie durch immer neue Maßnahmen wie das Demokratiefördergesetz und Dieter Dehms Beitrag zum großen C. Nun ja, vor allem von Dieter Dehms Beitrag war ich diesmal kein so ein großer Fan, weil ja da doch ziemlich radikale Thesen vertreten wurden, die ich auch so nicht unterschreiben würde, habe ich ja gerade erklärt. Aber ja, kommen wir nun zu Paul Brandenburg, sage ich schon, zu Keyvan Sufi-Siyavash, zum Potsdamer Watergate-Skandal. Kevan, da du gerade so im Flow bist und die Zeit drängt, kommen wir direkt zu deiner Schlagzeile darauf hin. Du sagst oder fragst, mutiert das Geheimtreffen zum Watergate-Skandal? Ich muss dazu gar nicht mehr so viel sagen. Ich meine, sukzessive kommt ja raus, dass diese NGO, die Non-Government Organization, Korrektiv, die ja von der Regierung finanziert wird, also eine Nichtregierungsorganisation, die am Tropf der Regierung hängt, nicht des Parlaments, das ist ein großer Unterschied, dass was sie da eben von sich gegeben hat, das Geheimtreffen, war ja erstens schon kein Geheimtreffen. Die haben sich offiziell ganz öffentlich getroffen, waren private Menschen. Und dann hieß es ja, da waren 4 AfDler dabei, die sind alle gefährlich, aber da waren 5 CDUler dabei. Also muss man die CDU auch verbieten. Ist so lustig dann, wenn die CDU sagt, Demokratie gegen Rechts. Da müsste Herr Merz auch weggeschlossen werden. Und jetzt kommt ja aber eben raus, dass sie sich nicht nur schon Jahre vorher immer wieder getroffen haben, sondern unmittelbar vor der Konferenz haben die sich mit Scholz getroffen, also die Geschäftsführerin. Das ist Watergate. Das heißt, man inszeniert etwas, wo man dann später auch sagt, künstlerische Freiheit, um die politische Opposition zu untergraben. Das ist Watergate. Und es wird immer mehr ein großer Skandal, aber es passiert im Moment nichts. Es gibt einige Kollegen, die da dranbleiben, also News zum Beispiel oder auch die Berliner Zeitung, finde ich super. Aber auch in anderen Blättern kann man es bereits lesen. Das heißt, diejenigen, die aufgedeckt haben, werden nicht nur direkt, ja, von der Regierung aus dem Kanzleramt gesponsert. Sie treffen sich auch vorher mit denen und sagen, hey, wir haben das jetzt alles und das ist genau das Richtige. Das heißt, es ist ein abgekartetes Spiel, um die Opposition kaputt zu machen. Das ist das Antidemokratische, was es überhaupt gibt. Und das hat damals im Watergate-Skandal dazu geführt, dass der Mann, der von nichts wusste, Herr Nixon weiß ja, der von Nixon wusste, dass der zurückgetreten ist. Und das muss man mal sehen, da sind wir. Und wenn du das jetzt alles zusammenpackst, was ist das dann? Das gehört ja zusammen. Man möchte keine Partei, auch wenn sie oben ist, etwas Ähnliches machen. Man möchte keine Partei, die den jetzigen Kurs, und der ist auf Abräumen gedacht, in irgendeiner Weise gefährdet, sagt, das wollen wir so nicht. Wir wollen vielleicht andere neoliberale Ziele, wir wollen aber den Krieg aus dem Weg gehen. Wir haben eine eigene, das will man nicht. Man möchte das, was man jetzt hat, was man beschlossen hat, auf allen Ebenen machen. Wir brauchen weniger Menschen, da gibt es mehrere Möglichkeiten, viel Impfung, wir brauchen mehr Krieg, da verdient die Waffenindustrie und wir brauchen keine Opposition. Und dann sorgen wir dafür, dass wir die Schlagzeilen selbst produzieren, indem wir die NGOs selbst produzieren, uns mit denen sogar abtreffen. Und wenn das alles noch rauskommt, dann reden wir nicht darüber. So. Und wenn man das nicht verstanden hat, was das hier ist, ja, dann ist man so sediert, wir werden ja auch nicht regiert werden, wir sediert, dass einem alles egal ist. Dann sind wir Netflixiert. Ja? Und das ist genau der Punkt. Ich hoffe, dass es jetzt zu einem Aufschrei kommt und man auch sagt, wie viel von dem, was wir an Inszenierung haben, ist direkt aus dem Kanzleramt gesteuert. Das ist hochkorrupt, was sich dort abspielt. Und dann Ja, bevor wir zu seinen Forderungen kommen, erstmal zur Bestandsaufnahme. Ich glaube, das ist jetzt die Schlagzeile der Woche, denn mit dieser Analyse hat er natürlich zu 100% recht. Korrektiv wird finanziert von großen oligarchischen Institutionen, auch von der Bundesregierung, und bringt dann eine Enthüllung, die eigentlich gar keine große Enthüllung war, die aber bei allen Medien zur neuen Wannsee-Konferenz, also wirklich völlig irre NS-Verharmlosung, aufgebauscht wird. Also das ist, ja, was soll man dazu noch sagen? Das ist eine absolut widerliche Kampagne der Regierung gegen die Opposition, und da sollte sich BSW meiner Meinung nach nicht nur nicht beteiligen, sondern das sollte das BSW meiner Meinung nach klar kritisieren. Und ja, deswegen der Analyse von Kälbern ist hier, glaube ich, zuzustimmen. Treffen die sich auch noch beim, nicht gehen sie nicht zu den Bauern, weil die sind alle rechts, sie haben eine Deutschlandsflagge, das muss man sich mal vorstellen, dann gehen sie lieber beim Spatenstich, wenn Rheinmetall, was ja BlackRock ist, eine neue Munitionsfabrik hinstellt. Und ich frage mich, nachdem es jetzt langsam durchdröselt, dass das
eingetütet, abgekartet, orchestriert war, mehrfach, dass man sich sagt, ja, wir treffen uns eben. Ich sehe mir auch die Auftritte an von den üblichen Verdächtigen beim ZDF. Ja, wie die Recherchemethoden. Übrigens ganz lustig, Sie haben ja beim ZDF dann den einen Kollegen von Korrektiv genannt und hatte gesagt, er möge doch bitte seine Quellen nennen, das kann er nicht, Quellenschutz. Dachte ich spontan den Kollegen von Watergate, ja, oder von über Selma Hirsch, der seine Quellen ja auch nicht nennt und deswegen ist auch hochverdächtig, hier wird das ins Spiel gebracht. Also wir sehen hier, dass ein Staat und die Fassade total bröckelt, total korrupt und für mich ist das eben etwas, es müsste eigentlich dazu führen, sofort Neuwahlen, sofort Watergate hochfahren, sagen und sofort ein Untersuchungsausschuss, weil es ist jetzt offensichtlich, es ist selbst gemacht gegen die politische Opposition, das ist für mich der größte Skandal. Danke für die 13 Bits, was auch immer das sein mag. Skandal in Nachkriegsgeschichte. Und da reden wir aber gar nicht drüber. Weil das hat die AfD ja auch recht und ich bin kein Freund der AfD. Mit der AfD kommt aber auch vor allem eins. Es kommt eine Aufarbeitung der Corona-Zeit. Und das wollen die natürlich auch nicht, weil das sind ein paar Abtrünnige und die möchte ich auf jeden Fall unter Decke halten. Ich habe es letztes Mal schon prognostiziert. Wenn die weiter so abräumen, weil die sprechen dem Volk aus der Seele, ja, vielleicht optimistisch auch nicht, dann wird es Gewalttaten gegen sie geben. Irgendein Verrückter wird eine Autobombe auf X schmeißen oder den erschießen. Da wird es heißen, das sind enttäuschte AfD-Wähler, denen die AfD zu soft sein wird. Das werden wir in den nächsten Monaten erleben. Ich prognostiziere das. Das ist so. Es wird auch keinen Aufschrei geben. Definitiv, das ist jetzt die Schlagzeile der Woche, hatte ich ja gerade schon gesagt. Also mit der Analyse. Wie gesagt, ich halte einen Terroranschlag gegen die AfD für sehr, sehr unwahrscheinlich. Zumal, dass die AfD ja in der Öffentlichkeit eher als Opfer dastehen lassen würde und man Märtyrer produzieren würde. Also sowas will man ja als Regierung eher nicht. Also, dass man Klima schafft, wo sowas wahrscheinlicher wird, okay, hatte man ja in der Vergangenheit schon, man siehe Attentat auf Rudi Dutschke beispielsweise, dass da ein Klima geschaffen wurde, wo so ein Attentat erst möglich wurde, aber dass man das als Regierung absichtlich geschehen lässt, das halte ich doch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Vor allem, weil die AfD ja nicht eine einzelne Person ist, sondern eine große Partei, die selbst solche einzelnen Gewaltakte ja verkraften könnte und daraus eher gestärkt hervorgehen würde. Geben, glaube ich, Kevan. Nein. Der bleibt ja aus. Ja. Der Plakate durchlaufen lässt, AfDler töten und da nicht auf die Straße. Man möge doch einfach nur AfD. Ja, wie gesagt, dass dann Klima geschaffen wird, wo sowas wahrscheinlicher wird, dass hier wirklich eine Kampagne gegen die AfD stattfindet. Also das stimmt auf jeden Fall. Und dass sich diese Kampagne gegen jede andere Opposition, also auch gegen das BSW, wenn man mit der AfD erstmal fertig ist, beziehungsweise wenn eine andere Opposition ähnlich gefährlich wie die AfD wird, das sollte uns auch klar sein. Also wir sollten, nur weil die Medien gerade gegen uns nicht so eine Kampagne fahren, uns jetzt nicht ausruhen und sagen, gut, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn das der AfD jetzt passiert, sondern wir sollten das auch kritisieren, wenn das der AfD passiert. Denn solche Plakate AfDler töten, wo dann die Polizei nebenher läuft, also das ist wirklich jenseits von Demokratie zumindest. AfDler mal durch eine andere Partei oder Volksgruppe ersetzen. Nein, es reicht. Ja, aber so passiert hier. Selbst wenn es Rechte und Rechtsextreme sind, sie haben Menschenrechte, Bürgerrechte, Anwälte verdient, wie jeder andere auch. Das ist das Wesen des Grundgesetzes. Das schließt nicht Leute rechter Gesinnung aus von dem gesamten Gebrauch aller Rechte des Grundgesetzes. Man muss die Selbstverständlichkeit gelegentlich sagen. Hast du vollkommen recht. Aber nur um das nochmal aus dem Missverständnis Knäuel rauszuholen, Kevan, es ist doch so, dass du die Leistung von Seymour Hersh und die Aufdeckung des Watergate-Skandals auf der einen Seite richtig findest und auf der anderen Seite die Parabel jetzt aus diesem Potsdamer Treffen Watergate zu machen oder Wannsee-Konferenz zu machen, für eine Farce, für eine billige Schmierenkomödie hältst. Natürlich ist es eine Schmierenkomödie. Eins ist ganz klar, die Regierung ist dabei, die nächste Oppositionspartei, die ihnen richtig in die Suppe spucken wird, im Vorfeld abzuräumen. Das ist ja genau das. Man möchte den politischen Gegner durch eine fiese Aktion, also muss ich jetzt Watergate nicht sagen, so, das ist also selbstinszeniert. Das ist ein Riesenskandal und deswegen hat der Watergate auch zu dem geführt, wozu Watergate geführt hat. Wir sehen das Bild von Nixon im Hubschrauber, wenn ihr euch erinnern wollt. Aber das wird eben nicht passieren. Kevan, ja, genau das wird nicht passieren. Ich hoffe, dass das passiert. Nein, wird es nicht. Man möge sich vorstellen, auf dem Plakat hätte gestanden, Oppositionelle töten. Ja. Hat's aber nicht.
und wird es nicht. Und bevor wir dann noch Ärger kriegen und Zuschriften, natürlich hat nicht Seymour Hersh Watergate aufgedeckt, sondern Woodward und Bernstein waren das. Seymour Hersh hat dann andere gemacht und Nord Stream zum Beispiel. Nee, Kevin, es wird leider nicht passieren. Genau das ist ja der Punkt. Das, was an Entrüstung da war und die Selbstverständlichkeit, dass ein offen rechtsbrüchiger, antidemokratischer Präsident oder Regierungschef ermahnt ist, das führt eben heute nicht mehr zur Entrüstung, weil die Medien eben reihenweise und schon gleichgeschaltet sind. Nochmal, wir haben eine Staatsquote von 49%. Schlag die Welt auf, schlag irgendein anderes Blatt auf, das Stasi-Informantenblatt Berliner Zeitung beispielsweise. Ach nein! Hör doch jetzt mal auf! Dann stellst du fest, die Dinger sind staatsfinanziert, sie finanzieren sich im Wesentlichen. Berliner Zeitung ist nicht staatsfinanziert. Ja, aber wir haben keine so hohe Staatsquote, weil der Staat Zeitung finanziert. Also das ist ja jetzt auch Quatsch. Also der Staat könnte Staatsquote halbieren und der könnte sich immer noch die ganze gesamte Finanzierung von irgendwelchen gekauften, also die Finanzierung seines gesamten Medien- und Repressionsapparats wäre da immer noch locker drin. Also die Staatsquote, die ist vor allem so hoch, weil wir eine alternde Gesellschaft sind. Zum einen, also demografischer Wandel, deswegen braucht es bei der Rente einen höheren Staatsanteil, deswegen muss der Staat mehr zu den Rentnern umverteilen. Und zum anderen, weil die Unternehmen Nettosparer sind. Weil der Staat schlichtweg seine Ausgaben steigern muss, damit die Wirtschaft nicht schrumpft. Also das sind wirtschaftliche Entwicklungen, die haben wir jetzt nun mal, aber das liegt nicht daran, dass der Staat sich jetzt so einen großen Medienapparat leisten würde. Also wir haben auch Staaten mit deutlich geringeren Staatsquoten, siehe beispielsweise die Vereinigten Staaten, die sich einen noch größeren Propaganda- und Repressionsapparat leisten können, die sich auch ein größeres Militär und alles leisten können. Also das, ja. Die vom Kanzleramt und anderen bezahlt werden, die hängen da alle dran. Es wird diesen Medien... Nein, gerade schreibt es wieder einer im Chat, wir haben eine so hohe Staatsquote wegen Korruption und Vetterwirtschaft. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Guck dir die lateinamerikanischen Länder an, die haben alle, also fast alle eine deutsche Staatsquote als Deutschland. Gibt es da weniger Korruption und Vetternwirtschaft? Also ganz ehrlich, wie gesagt, wir haben viel Korruption, wir haben viel Vetternwirtschaft, keine Frage. Aber deswegen haben wir nicht so eine hohe Staatsquote. Die haben wir aus anderen, viel fundamentaleren Gründen. Also wir könnten morgen früh eine Regierung haben, die diese irre Kriegspolitik gegenüber Russland beendet, die Steuerhinterziehung beendet, die Korruption beendet, die dafür sorgt, dass das Staatsgeld nur noch sinnvoll ausgegeben wird und wir hätten trotzdem weiter einen Staat, der sich verschulden müsste. Einfach weil die Unternehmen Nettosparer sind. Also nur weil du eine moralisch integere Regierung hast, die kein Geld in irgendwelche korrupten Kanäle versickern lässt, heißt das nicht, dass plötzlich die Staatsquote schrumpfen muss. Keineswegs. Korruption ist übrigens auch bei Entwicklungsländern kein relevanter Faktor, warum sie unterentwickelt sind. Das sind andere Gründe. Andere, viel fundamentalere Gründe. Dass diese Länder keine eigene Industrie aufbauen können. Dass der Wechselkurs zu stark ist. Dass da, also hat auch mit Korruption zu, und ja, nicht mal mit Korruption, sondern mit Druck durch Institutionen wie den IWF zu tun. Also dass da immer Korruption als Grund genannt wird, warum Wirtschaften sich nicht vernünftig entwickeln können, das halte ich für verfehlt, weil das keine vernünftige Analyse ist. Also das muss man, glaube ich, wirklich mal sagen. Ja, es mag sein, dass da ganz viele überflüssige Stellen existieren, aber die sind kein Grund für die wirtschaftliche Misere, die wir haben. Also wir könnten trotz dieser Korruption eine wachsende Wirtschaft haben. Wenn die Energiepreise sinken würden, wenn der Staat endlich eine vernünftige Finanzpolitik machen würde, die kann man trotz Korruption machen. Also guck dir China an. China hatte ein riesiges Wachstum über die letzten 3 Jahrzehnte. Teils zweistellige Wachstum über die letzten 4 Jahrzehnte sogar. Also extrem hohe Wachstumsraten. Das hatten, was heißt teils zweistellig? Also ich glaube, die Wachstumsraten waren fast durchgängig zweistellig. Das hatten Jan und ich in unserem Wirtschaftstalk zu dem Thema besprochen. Und es hatte immer ein Riesenproblem mit Korruption. Und trotzdem hat sich China so gut entwickelt. Guck dir irgendwelche Länder in Osteuropa an, die staatlichen Institutionen da gut aufgebaut bekommen haben, wie beispielsweise Georgien oder so. Das wird ja immer gelobt, dass das Korruption so gut bekämpft hat. Und was ist passiert? Das Land ist wirtschaftlich extrem zurückgeblieben. Das hat sich nicht annähernd so gut entwickelt. Also weil eben gute Institutionen, weil eben der Kampf gegen Korruption an sich noch nicht dafür sorgen, dass die Wirtschaft wächst. Also die Korruption, die mag ein Problem sein, die mag ärgerlich sein und die sollte eine vernünftige Regierung bekämpfen. Aber die ist kein Grund dafür, dass die Wirtschaft nicht vernünftig läuft. Also da gibt es andere Gründe. Das muss man wirklich mal sagen. Auch wenn man das immer wieder hört, also das wird uns in den Medien auch immer wieder erzählt, ja, dieses Entwicklungsland hier, das entwickelt sich nicht so gut, weil es da total korrupte Strukturen gibt, weil Korruption, also wird nicht mal begründet, inwieweit diese korrupten Strukturen jetzt Wachstum verhindern, denn grundsätzlich kann auch ein korrupter Unternehmer oder ein korrupter Staat Wachstum produzieren und Industriestrukturen aufbauen.
Es geht vielleicht ein bisschen Geld in korrupten Kanälen verloren, aber wenn die Wirtschaft so stark wächst, dass man das finanzieren kann, dann verhindert das keine wirtschaftliche Entwicklung. Also das muss man ganz klar sagen. Auch von wirtschaftlicher Entwicklung, also korrupte Unternehmen, die profitieren ja von wirtschaftlichem Wachstum genauso wie nicht korrupte Unternehmen. Also das ist keine systematische Erklärung. Das muss man mal ganz deutlich sagen an dieser Stelle. Das ist so ein Schwachsinn, der wird in den Medien immer genannt. Ja, Entwicklungsländer, die entwickeln sich nur nicht, oder irgendwelche osteuropäischen Staaten oder Eurokrise, da war ja sogar Griechenland plötzlich ein total korruptes Land, hatte bis zur Eurokrise die höchsten Wachstumsraten in der gesamten Eurozone, aber plötzlich total korrupt geworden. Hat nichts mit der Sparpolitik zu tun, hat nichts damit zu tun, dass Deutschland Lohndumping betrieben hat, dass die Eurozone an sich ein Fehlkonstrukt ist. Nein, 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 das hat alles nur was mit Korruption zu tun. Also das sollte man schon ganz deutlich sagen, dass Korruption in fast keinem, wie gesagt, es mag Extremfälle geben, wo ein korrupter Diktator, beispielsweise Jemen oder Kongo Kongo unter Mobutu, Jemen unter Saleh, die das Land so ausgeplündert haben, dass da schon die Korruption so viel Geld hat abfließen lassen, dass sich das Land schon nicht entwickeln konnte, mag es gegeben haben, aber das ist keine allgemeine Erklärung für Unterentwicklung, das ist auch keine allgemeine Erklärung für Wirtschaftsschwächen, erst recht nicht in Industrieländern. Also den Punkt habe ich jetzt vielleicht etwas lange ausgeführt, auch wenn der jetzt nur so nebenbei kam, aber der Punkt ist wichtig. Das muss man verstehen, wenn man sich mit langfristigem Wirtschaftswachstum und mit, ja, allgemein mit Makroökonomie beschäftigt. Dass Korruption keine Erklärung für irgendwas ist im Normalfall. Wie gesagt, es mag Extremfälle geben, wo so viel Geld ins Ausland geschleust wird, dass das wirklich gesamtwirtschaftlichen Schaden anrichtet, großflächig, aber das sind eher die Ausnahmefälle. Also selbst so ein Land wie Russland, wo es enorme Korruption gab die letzten 30 Jahre, also selbst das hätte sich mit einer vernünftigen makroökonomischen Politik super entwickeln können. Oder die Ukraine. Oder sucht euch irgendeinen beliebigen osteuropäischen Staat aus. Da gab es ja überall diese Probleme mit Korruption. Aber die Korruption, die ist da nicht das Problem, was Entwicklung verhindert hat. Das Problem ist eine falsche makroökonomische Politik, ein zu starker Wechselkurs, eine zu schnelle Liberalisierung der Finanzmärkte, zu schnelle Privatisierungen. Aber nicht Korruption. Also das könnt ihr euch gleich schon mal abschminken, dass das eine Erklärung für irgendwas wäre. Aufschrei nicht geben, der fällt aus. Nein, nicht den Medienaufschrei, aber ich hoffe, dass es einen Aufschrei gibt bei der Bevölkerung, die langsam sagt, nein. Ich möchte es nochmal korrigieren. Ich weiß natürlich, wer Watergate recherchiert hat. Ich wollte nur noch sagen, es ist nicht so viel bekannt. Auch Hirsch war da mitbeteiligt. Der war da nicht ganz unbeteiligt. Das wissen viele nicht. Der hatte auch sein Ding. Aber wie gesagt, das, was er, um zum Letzten zu kommen, was er gesagt hat, hier, wer Nord Stream gesprengt hat und dass er seine Quellen schützt, hieß ja, der Mann sei ja unseriös. Aber wenn ein Korrektivmitarbeiter beim ZDF sagt, er kann seine Quellen nicht nennen, dann ist das seriös. Das heißt, muss man die Person. Wir leben aber in einem Land, und da wird der Flakür klatschen dann da. Wir leben doch in einem Land, in dem der Kanzler als Mittäter unsere wichtigste Energieleitung sprengt und den größten Steuerraub der Geschichte zumindest deckt. Ja, und der oberste Richter aus der Kanzlei kommt, die das Prinzip erfunden hat, nachdem dieser Steuerraub stattfindet. Entschuldigung, wenn all das nicht zu dem besagten Aufschrei wirkt, dann verwette ich doch jetzt mal alles, was ich habe, darauf, dass das auch keinen Aufschrei geben wird. Tut mir leid. Gut, da müssen wir uns generell die Frage stellen, ob es überhaupt Sinn macht, an ein Publikum zu appellieren, was offensichtlich im Wachkoma ist. Aber nun eins, ist nicht unser Publikum. Genau, erstens ist nicht unser Publikum. Zweitens glaube ich nicht, dass der eine Aufschrei kommen wird, sondern das funktioniert. Genau, ihr seid gemeint. Ihr, mein Publikum ist hier gemeint. Allenfalls darüber, dass die Leute sich einzeln im Stillen eben wirksam machen. Beispielsweise das GEZ-Bezahlen einstellen. Beispielsweise das Befolgen von Gesetzen einstellen, die antidemokratisch sind. Beispielsweise die Zahlung ans Finanzamt einstellen. Das werden die einzigen Möglichkeiten sein, oder wo man sich im Stillen im Angesicht einer Übermacht und mit der Ja, danke für das Abonnement. Nackmauts. Dem fehlenden Rückhalt eben der Obrigkeit irgendwie wirksam machen kann. Also der Aufschrei, da bin ich schon lange überzeugt, der fällt aus. Ja, der fiel schon während Corona aus, als die Kinder geimpft werden sollten. Der kommt nicht. Aber es könnte so viele Leute endgültig eben zu der Überzeugung bringen. Da magst du dann vielleicht wieder recht haben, oder da schließe ich mir deine Hoffnung an, dass sie sagen, okay, das war's. Also offenkundig werde ich nur noch komplett verarscht und jetzt gehe ich dann, jetzt mache ich im Stillen mein Ding. Aber dass das wirklich auf der Straße stattfindet, nein. Also das. Ich hab mal eine andere Frage an euch, und zwar: Stellt euch mal folgende Situation vor. Wir haben ja offensichtlich alle unterschiedliche Putin-Interviews gesehen, weil einer hat gesagt, ja, da sind bereits Gebietsansprüche auf Litauen gefallen, wo ich denke, was gucken die da? Ja, so. Aber der entscheidende Punkt ist doch der, angenommen, man würde morgen sagen, man würde einfach inszenieren, so wie Wreck the Dog, ja, die Russen. Ja, also um das Putin-Interview, um das mal aufzuklären, Putin wurde gefragt,
Wollen Sie Polen oder das Baltikum angreifen? Putin hat gesagt, nee, nicht angreifen, greifen wir die nicht an. Und da wird jetzt irgendein, ich habe den Beitrag nicht gesehen, irgendein Mainstream-Journalist jetzt reingeschwurbelt haben, ha, Putin will die angreifen. Also das Gegenteil reininterpretiert haben, was Putin da gesagt hat. Das nehme ich jetzt mal ganz stark an. Haben die Grenze zu Litauen überfahren. Da bringt man ein paar Bilder dazu. Drei Panzer wenden auf der Stelle und so sagt, das stellt sich heraus, das war gar nicht Litauen, das war eine Übung irgendwo im Hintergrund in Russland vor 7 Jahren. Egal, kann ja mal passieren. Und man würde jetzt zu einer, würde sagen, jetzt ab jetzt die Wehrpflicht generalmobil machen. Wie viele Leute in Deutschland würden brav sagen, okay? Ja, gute Frage. Und leider auch sehr unlustig. Ich halte das gar nicht mal für ein fernliegendes Szenario, ganz ehrlich. Also damals wurde auf Polen zurückgeschossen und so oft, wie Roderich Sieg Heil Käsewetter schon angekündigt hat, dass der Russe angegriffen werden muss, ist das alles andere als unrealistisch. Ich tippe da immer noch auf diese Landbrücke zwischen Kaliningrad und Russland, die sie dann irgendwann, da behaupten sie dann, da sind Russen ganz gefährlich nah an die Grenze gefahren. Eventuell wollten die vielleicht auch schon rüber und es wäre ja nicht weit. Also da kann man sich irgendwas zimmern und ich fürchte, dann wird es sehr, sehr unlustig. Also tatsächlich sind ja wohl die Verweigerungszahlen raufgegangen in letzter Zeit bei der Bundeswehr. Meinen Antrag haben sie ja gerade abgelehnt und erlauben mir nicht, den Kriegsdienst zu verweigern. Also sie nehmen ja meine Jagdwaffen weg und wollen, dass ich mit vollautomatischen Waffen hinter deutschen Offizieren herrenne. Das, der Logik muss man erstmal folgen können. Ja, absolut, absolut. Aber ich glaube, jetzt kommt Paul Brandenburg schon zum Abschluss und ich würde sagen, Kälbern hat das hier gut argumentiert. Seine Schlagzeile war die. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.